Der Historiker und Chefredakteur der Börsenzeitung Finanzmarkt Welt, Markus Fugmann, kommentiert in seinem YouTube-Format Marktgeflüster immer das aktuelle Börsengeschehen. Vor ein paar Wochen beschäftigte er sich dort mit den Beschlüssen der EZB-Notsitzung, die darauf hinauslaufen sollen, dass sich die Spreads zwischen den Anleiherenditen von Deutschland, Italien und anderen Euro-Mitgliedern nicht weiter öffnen sollen. Wir werden uns das gleich anschauen und uns dabei in die ordoliberale Parallelwelt begeben, in der Markus Fugmann sich häufiger aufhält, wenn er aktuelles Geschehen kommentiert. Und zwar will sie auf der einen Seite Anleihen kaufen, etwa von Italien, Spanien und Portugal, und will auf der anderen Seite dafür, damit die Geldmenge nicht deutlich weiter steigt und damit die Inflationsgefahren, andere Anleihen verkaufen. Alarm! Alarm! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Naja, bevor wir mit Fugmanns Beschreibung der EZB-Beschlüsse weiter fortfahren, müssen wir jetzt erstmal klären, was an der Behauptung dran ist, dass die Geldmenge einen Einfluss auf die Inflation habe. In diesem Fall, genauer gesagt, die Geldmenge M0, die ja ausgeweitet wird, wenn Staatsanleihen gekauft werden. Doch darauf werden wir später noch einmal zu sprechen kommen. Der angenommene Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Inflation beruht auf der Quantitätstheorie, die auf folgender Identitätsgleichung fußt: M mal V gleich P mal Y. V ist in den Augen der Quantitätstheoretiker bzw. der Monetaristen langfristig konstant. Das bedeutet, wir können V hier ausklammern. M bezeichnet in unserem Fall hier die Geldmenge M0. Wobei man sagen muss, dass es im Monetarismus die Theorie vom Geldmengenmultiplikator gibt. Eine Ausweitung der Geldmenge M0 hat eine genauso große Ausweitung, prozentual gesehen, der Geldmengen M1, M2 und M3 zufolge. Aber dazu später mehr. P bezeichnet das Preisniveau und Y bezeichnet das reale Bruttoinlandsprodukt, also die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen. Überprüfen wir diese Theorie jetzt mal für den Zeitraum von 1999 bis 2021 für die Eurozone. V ist wie gesagt konstant. P, also das Preisniveau, hat sich um 45,3% gesteigert und das reale Bruttoinlandsprodukt um 28,1%. Die Geldmengenausweitung für M0, die sich laut der Quantitätstheorie jetzt also ergibt, betrüge 86%. Und was hat das mit der Realität zu tun, könnte man jetzt fragen. Nun, in der realen Eurozone wurde die Geldmenge M0 um schlappe 1300% ausgeweitet. Also nochmal, rechnerisch kommen wir auf eine Geldmengenausweitung von 86%. Real waren es 1300%. Die Quantitätstheorie kann also als komplett empirisch widerlegt betrachtet werden, zumindest in Bezug auf die Eurozone und zumindest in Bezug auf die letzten 2 Jahrzehnte. Was man in dieser Grafik hier übrigens noch sehr schön sieht, ist, dass nicht mal die Geldmengen M0 und M1 miteinander korrelieren. Zuerst wurde M1 stärker ausgeweitet als M0 und seit der Finanzkrise wurde M0 stärker ausgeweitet. Wenn die monetaristische Theorie vom Geldmengenmultiplikator stimmen würde, müssten die Ausweitungen der beiden Geldmengen kongruent sein. Aber das sind sie nicht. Die gesamte Quantitätstheorie hat nichts mit unserem Geldsystem und nichts mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Sie ist empirisch widerlegt und auch theoretisch falsch. Wenn die EZB einer Bank eine Staatsanleihe abkauft, dann ist in der Bilanz dieser Bank eine Staatsanleihe weniger und dafür die gleiche Menge an Zentralbankgeld mehr. Es gibt keinen wirtschaftlichen Mechanismus, der dieses Zentralbankgeld irgendwie in die Realwirtschaft fließen lassen könnte. Eine Bank lässt Geld in die Realwirtschaft fließen, wenn sie Kredite vergibt. Doch diese Kredite sind fast unabhängig vom Zentralbankgeld, was diese Bank in ihrer Bilanz hat. Die Kredite können aus dem Nichts erschaffen werden. Sie braucht nur so viel Zentralbankgeld, wie sie als Mindestreserve benötigt. 1% der Kreditsumme. Das bedeutet, dieses Zentralbankgeld kann nicht inflationär wirken und es wirkt offensichtlich nicht inflationär, wie wir gerade eben gesehen haben.
Aber wenn nicht die Geldmenge im Null, was könnte denn dann die Inflation determinieren? Nun, ich will es kurz machen. Die Lohnstückkosten. Zwischen 1999 und 2021 sind diese um 37,6% gestiegen. Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum 45,3%. Das ist zwar immer noch keine exakte Übereinstimmung. Es liegt aber sehr viel näher beieinander und über längere Zeiträume nähert sich das noch weiter an, als die Ausweitung der Geldmenge, die, wie wir ja gerade eben gesehen haben, keine Erklärung für die Inflation ist. Ergo, die Anleihen von Ländern, deren Renditen, deren Risikoprämien nicht so hoch sind, etwa Deutschland, Holland. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Zinsen für deutsche und holländische Anleihen tendenziell steigen, für italienische und spanische und portugiesische tendenziell fallen. Und an diesen Zinsen hängt ja so viel. Wenn Sie etwa einen Immobilienkredit haben wollen, dann orientiert der sich an der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, an die wiederum die Pfandbriefe gebunden sind. Faktisch bedeutet das also, dass die Kreditaufnahme für deutsche Kreditnehmer teurer wird latent und für italienische Kreditnehmer latent billiger wird. Das bedeutet faktisch dann auch, dass die Kreditaufnahme für Deutschland insgesamt als Staat latent teurer wird, für Italien latent billiger wird, denn wenn die EZB italienische Staatsanleihen kauft, tritt sie als großer Nachfrager auf, was die Renditen, also die Zinsen, nach unten drückt. Und da die EZB dann keine deutschen Anleihen mehr kauft, sondern im Gegenteil vielleicht sogar deutsche Anleihen verkauft, entsteht Druck auf die Renditen. Mithin steigen also die Renditen und die Zinsen. Und das werden wir alle wunderbar zu spüren bekommen. Und es ist wirklich eine erstaunliche Geschichte, dass das offenkundig niemand so wirklich aufgefallen ist, was das Ganze bedeutet. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Wenn man es auf den Punkt bringen wollte, könnte man sagen, die EZB hat heute einen Plan beschlossen, der faktisch bedeutet, dass Wohlstand umverteilt wird von Deutschland nach Italien. In größerem Zusammenhang könnte man sagen, von den solideren, finanziell solideren Nordländern der Eurozone zu den weniger soliden Südländern der Eurozone. Und das Verrückte dabei ist, es regt sich niemand auf, es beschwert sich niemand. Das geht einfach so durch. Man scheint schon so abgestumpft zu sein gegenüber dieser Transferunion, dass das nicht einmal von irgendeinem Politiker etc. kommuniziert oder irgendwie thematisiert wird. Also ich für meinen Teil rege mich gerade über diese totale Verdrehung der Tatsachen, die hier stattfindet, auf. Es gibt sehr wohl einen Transfermechanismus. Dieser sieht allerdings nicht so aus, dass wir hart arbeitenden Deutschen den Italienern ihren Lebensunterhalt finanzieren würden. Die Völker Südeuropas zahlen ja auf ihre Staatsanleihen im Moment höhere Zinsen als die nordeuropäischen. Wieso also sollte es einen Transfermechanismus von Nord nach Süd geben? Das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Wenn im Süden höhere Zinsen gezahlt werden, dann wird doch eher von dort Geld wegtransferiert. Aber wohin? Nun, um uns das beantworten zu können, müssen wir uns erstmal grob anschauen, wie der Markt für Staatsanleihen aussieht. Staatsanleihen werden zuerst auf dem Primärmarkt an große Banken verkauft. Und diese können sie dann weiterverkaufen an reiche Privatpersonen oder institutionelle Anleger. Auf dem Primärmarkt werden diese Staatsanleihen mit Zentralbankgeld bezahlt. Und dafür, dass die Banken genug Zentralbankgeld haben, um die Staatsanleihen zu kaufen, dafür sorgt die EZB. Und dafür sorgt im Übrigen jede Zentralbank. Das bedeutet, der Markt für Staatsanleihen, zumindest der Primärmarkt, ist kein Markt im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Staatsfinanzierung über den Umweg des privaten Bankensystems. Die Banken finanzieren also an einer eigentlich staatlichen Aufgabe mit. Das wird gleich nochmal wichtig werden. Aber was hat es nun mit diesen höheren Zinsen auf sich? Nun, wenn die Länder in Südeuropa höhere Zinsen zahlen müssen, dann bekommen Banken, institutionelle Anleger und alle normalen Anleger, die diese Staatsanleihen in ihren Portfolios haben, höhere Zinsen ausgezahlt. Das bedeutet, die Völker Südeuropas arbeiten für den Profit von Superreichen und von großen Banken. Nichts mehr. Das ist der Transfermechanismus. Wenn die EZB die Zinsspreads jetzt verkleinern will oder zumindest nicht weiter ausweiten lassen will, dann sorgt das nur für eine Abschwächung dieses Transfermechanismus.
hier davon zu reden, dass von Nordeuropa nach Südeuropa Geld transferiert würde, ist eine Verleugnung der Realität. In einem anderen Punkt hat Fugmann allerdings recht. Die Zinsen für Staatsanleihen sind ein wichtiger Anker für die Zinsen für Privatkredite. Aber auch hier verdreht er die Tatsachen. Denn wenn die Zinsen in Italien und Spanien beispielsweise höher sind als in Deutschland, dann haben doch italienische und spanische Unternehmen und Privathaushalte Nachteile gegenüber Deutschen. Nachteile, für die sie nichts können, da das von außen gegebene monetäre Bedingungen sind, die von der EZB festgelegt werden. Das bedeutet, auch hier haben wir es eher mit einem Transfermechanismus von Süden nach Norden zu tun. Italien ist im Moment der Zahlmeister Europas und nicht Deutschland. Aber zurück zum Markt für Staatsanleihen. Denn wie wir alle wissen, weiß der freie Markt alles besser als der Staat. Er führt immer zu den richtigen Ergebnissen und deswegen sollte der Staat auch nicht eingreifen. Ja, es ist nicht nur so, dass damit der freie Markt ausgehebelt wird. Wir haben uns ja an diese Manipulation jetzt schon gewöhnt und kaum war klar, dass die EZB eigentlich aus diesem Quantitative Easing, also den Anleihekäufen, aussteigen will, sind ja die Renditen vor allem der Südländer massiv nach oben gegangen. Also die Zinsen, die die Staaten bieten müssen, wenn sie Anleihen emittieren. Jetzt aber in Reaktion auf das, was die EZB heute verkündet hat, sehen wir, dass die deutschen Anleiherenditen deutlich steigen, die der Italiener aber tendenziell gefallen sind. Wir also eine Angleichung sehen, die faktisch eine Umverteilung von Wohlstand bedeutet, denn es wird jetzt praktisch wieder der Markt weiter manipuliert. Es hat mit einem freien Markt nichts mehr zu tun. Keiner kann jetzt wirklich in irgendeiner Form belegen, warum jetzt etwa die Renditedifferenz, die Zinsdifferenz zwischen italienischen und den deutschen Staatsanleihen da oder dort ist, sondern das ist praktisch jetzt Mechanik, indem eben die EZB italienische kauft und deutsche verkauft. Der heilige Markt weiß also alles besser. Nun, inwieweit das für Staatsanleihen zutrifft, das werden wir uns jetzt nochmal im Detail ansehen. Staatsanleihen werden auf dem Primärmarkt zuerst an Banken verkauft und mit Zentralbankgeld bezahlt. Für die Versorgung der Banken mit Zentralbankgeld ist entweder die Zentralbank selbst oder der Interbankenmarkt, der von der Zentralbank beobachtet wird, zuständig. Kurzum, die Zentralbank sorgt dafür, dass Banken immer genug Zentralbankgeld haben, um genug Staatsanleihen kaufen zu können. Es findet also über den Umweg des privaten Bankensystems Staatsfinanzierung über die Zentralbank statt. Das war in unserem Geldsystem schon immer so. Banken können nun hingehen und die Staatsanleihen, die sie auf dem Primärmarkt erworben haben, auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Und dort greift dann der freie Markt, den Fugmann hier so wohlwollend umschreibt. Oder? Nun ja, eher nein. Das zeigt uns sehr anschaulich das Beispiel der USA, wo der kurzfristige Zinssatz auf US-Staatsanleihen, der Fed Funds Rate, fast durchgängig gleicht. Und auch die Zinsen für länger laufende Staatsanleihen werden am Markt nicht komplett frei gebildet. Nein, hier zocken die Akteure am Sekundärmarkt lediglich auf das zukünftige Verhalten der Zentralbank. Wenn die kurzfristigen Zinsen sinken, und es wahrscheinlich ist, dass sie auch weiterhin sinken werden, dann sinken auch die langfristigen. Wenn die Zentralbank wollte, könnte sie sogar die komplette Zinskurve kontrollieren. Entweder indem sie glaubwürdig macht, dass sie über einen Zeitraum von 10 Jahren die Zinsen konstant lässt oder sogar noch länger, oder indem sie durch Anleihekäufe die längerfristigen Zinsen direkt drückt. Weder der kurzfristige Zinsmarkt noch der langfristige sind also freie Märkte, sondern an beiden wird auf das Verhalten der Zentralbank spekuliert, beziehungsweise es wird das direkte Verhalten der Zentralbank bepreist. Je kurzfristiger, desto stärker der direkte Einfluss der Zentralbank. In den ersten Jahren der Eurozone war es übrigens auch noch so, dass die EZB die Zinsen für die verschiedenen Staatsanleihen sehr gut steuern konnte, da diese konvergierten. Damals waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der EU noch nicht so viel anders. Aber die politischen Prämissen waren es. Damals gingen die Märkte noch davon aus, dass kein Euroland jemals pleite gehen würde. Doch das hat sich mit der Finanzkrise und dann der Eurokrise radikal geändert. Wenn die EZB damals gesagt hätte, wir lassen kein Euroland pleite gehen, also das, was beispielsweise in Griechenland passiert ist,
dann wären die Zinsen wieder konvergiert. Dann wäre das Problem beendet. Wir hätten keine Divergenz. Wir haben diese Divergenz nur, weil es ein Ausfallrisiko gibt. Ein Ausfallrisiko, das von der EZB durch Nichthandeln künstlich erschaffen wurde. Die EZB hat also dafür gesorgt, dass es diese Divergenz gibt, indem sie so gehandelt hat, wie sie es getan hat. Wenn die EZB morgen früh sagen würde, dass sie so viele Anleihen kauft, bis die Zinssätze sich gleichen, dann würden die Zinssätze sich gleichen. Die EZB kann diese Zinssätze nach Belieben steuern. Sie tut es im Moment nicht. Und das ist diese ordoliberale Parallelwelt, die ich am Anfang meinte. Obwohl der Markt für Staatsanleihen kein richtiger Markt ist, sondern ein hochgradig von der Zentralbank kontrollierter, und das in jedem Währungsraum, und die EZB diese Kontrolle nicht ganz nutzt und es ein Ergebnis an diesem Markt gibt, nämlich die divergierenden Zinsen, hält Fugmann es für schützenswert, dass dieses Ergebnis bis in alle Ewigkeit fortbestehen soll, beziehungsweise dass der Markt diese Zinsen auseinandertreiben soll, wie er es denn gerne möchte. Aber das ist mitnichten eine vernünftige Politik. Vernünftig wäre es, für Konvergenz bei den Anleiherenditen zu sorgen, für gleiche monetäre Bedingungen in allen europäischen Ländern, beziehungsweise in allen Eurozonenländern, damit überall Privathaushalt und Unternehmen die gleichen Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Diese unterschiedlichen Zinssätze existieren ja nicht, weil es dafür einen vernünftigen wirtschaftspolitischen Grund gäbe. Diese unterschiedlichen Zinssätze existieren, weil die Akteure am Sekundärmarkt darauf zocken, dass man Griechenland, Italien und Spanien eher pleite gehen lassen würde als Deutschland oder Frankreich. Es wird hier auf politische Entscheidungen gezockt und nicht auf irgendwelche objektiven wirtschaftlichen Faktoren. Allein schon deswegen ist es hier falsch, auf den ach so freien Markt zu setzen, der, wie ich ja eben gezeigt habe, sowieso nicht existiert. Und dann haben wir heute den Italiener Visco gehabt. Das ist ein EZB-Mitglied, Ignazio Visco aus Italien, der gesagt hat, ja, also hier die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der deutschen und der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe und der zehnjährigen italienischen Anleihe, die sei ja viel zu hoch, 150 Basispunkte, also 1,5%, das sei gerechtfertigt, so sagt Visco. Cool, dass wir also hier ein italienisches EZB-Mitglied haben, das genau weiß, wie diese Renditedifferenzen auszusehen haben. Das alles ist gelebte Planwirtschaft, meine Damen und Herren. Es ist die Abtötung jeglicher freien Märkte. Das ist an sich schon eigentlich ein Skandal, aber es ist unglaublich, dass sozusagen jetzt jede Marktfindung von Preisen, Risikobewertungsparameter wieder mal verschwinden. Die Aussagen des italienischen Zentralbankchefs sind in der Tat ein Skandal. Er müsste nicht eine Renditedifferenz in irgendeiner Höhe fordern. Er muss eine Renditedifferenz von null fordern. Von genau null. Es gibt keinen Grund, in verschiedenen Ländern der Eurozone verschiedene monetäre Bedingungen herrschen zu lassen. Wenn es eine Währungsunion gibt, dann müssen überall die gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen, da sonst Privathaushalt und Unternehmen andere Wettbewerbsbedingungen vorfinden und sich so die Differenzen nur verschärfen. Ein italienischer Notenbankchef müsste diese Renditespreads also als solche bekämpfen und nicht einfach nur eine geringere Höhe fordern. Und das Ganze dann noch mit einem Wohlstandstransfer letztendlich verbunden ist. Es ist vielleicht so ein bisschen der finale Akt in der Eurozone, denn das dürfte auch die Deutschen, wenn es mal ein bisschen enger wird, wenn der Kuchen kleiner wird, dann kann ich mir vorstellen, dass da ein bisschen Widerstand auch mal kommt, dass den Leuten auffällt, hey, wir zahlen ja faktisch die Zeche jetzt für die anderen. Das tun wir sowieso, indem wir ja haften. Deutschland ist ja praktisch krass in der Haftung über den Kapitalschlüssel. Kein anderes Land haftet so viel für das, was bei der EZB passiert, wie Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir de facto kaum ein Mitspracherecht. Es gab noch keinen deutschen EZB-Präsidenten oder eine EZB-Präsidentin. Und dieses Ungleichgewicht setzt sich fort. Faktisch ist das ein Sieg der Südländer auf Kosten letztendlich finanziell solider Staaten wie Deutschland, Holland oder
Nehmen wir auch Finnland mit dazu oder Österreich, wenn man so will. Und das ist letztendlich ein Verlust eines weiteren Disziplinierungstools, wenn man so will, wie Holger Cepic hier schreibt. Das bedeutet nämlich, dass die Italiener dann natürlich wieder sagen können, oh, können wir ja mehr Schulden wieder aufnehmen, weil die EZB kauft die ganze Geschichte. Und damit ist ein Markt außer Kraft gesetzt, damit ist fiskalische Disziplin wieder außer Kraft gesetzt und wir haben dann eine totale Steuerung durch die Planbehörde EZB insgesamt. Oh Mann. Gott schmeiß Hirn vom Himmel. Bevor ich das eben Gesagte in irgendeiner Form kommentiere, zeige ich euch mal folgenden Ausschnitt, der sich ein paar Minuten später in selbigem Video finden lässt. Hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, dass die Lohnstückkosten in Deutschland, damals galt Deutschland ja in den 90er und frühen 20er Jahren als kranker Mann Europas, weil wir sehr unter diesen Kapitalabflüssen gelitten hatten und gleichzeitig die Löhne fielen. Das aber hat uns wettbewerbsfähiger gemacht, während in Italien und vor allem in Spanien die Löhne sehr, sehr stark gestiegen waren. Und seit 2012, seit der Finanzkrise, beziehungsweise der Euro-Krise war das Jahr 2012, die Mario Draghi dann nochmal bewältigt hatte mit dem Satz "We do everything to preserve the Euro and believe me, it will be enough", dass diese Krise dann letztendlich zu einem gewissen Aufschwung in Deutschland geführt hat, während die Südländer eben unter diesen Kapitalabflüssen nach wie vor leiden. Jetzt soll das Ganze also ein Stück weit wieder umgekehrt werden. Jetzt sehen wir also praktisch wieder den Versuch, Kapitalflüsse von Deutschland und Holland und Finnland, von Österreich Richtung Süden der Eurozone zu lenken. Das ist eine Art Planwirtschaft mit Kapital, könnte man sagen. Die EZB steuert lediglich die Zinssätze und macht damit das, was Zentralbanken in unserem Geldsystem schon seit vielen Jahrzehnten machen. Das kann man natürlich als Planwirtschaft bezeichnen, aber dann hat man sich eben für jeden sachlichen Diskurs disqualifiziert. Aber nun zurück zu den Lohnstückkosten. Fugmann hat es in seinem eigenen Video drin. Er hat den Plan des deutschen Merkantilismus anscheinend erkannt. Wieso redet er dann an anderer Stelle diesen kompletten Unsinn? Wenn Deutschland Leistungsbilanzüberschüsse macht, weil es seine Lohnstückkosten gedrückt hat, weil es billiger produzieren konnte, wenn Deutschland das getan hat, dann müssen die Südeuropäer automatisch Leistungsbilanzdefizite haben. Anders geht es nicht. Die Überschüsse der einen entsprechen immer exakt den Defiziten der anderen. Die Leistungsbilanzen von Spanien und Italien sind infolge der schweren Rezessionen, infolge der Sparpolitik nach der Eurokrise übrigens sogar ins Plus gerutscht. Das bedeutet, diese beiden Länder machen jetzt auch Leistungsbilanzüberschüsse. Aber die Unternehmen haben in beiden Ländern eben auch angefangen zu sparen. Und wenn Unternehmen und Privathaushalte sparen und der Leistungsbilanzüberschuss, den man wegen des Einbruchs der Importe jetzt macht, immer noch nicht ausreicht, um das auszugleichen, dann muss der Staat Schulden machen, um Wachstum zu erzeugen. Das ist der Grund, warum die Schulden in den Südländern weiter anwachsen, trotz der Versuche zu sparen. Wenn Unternehmen und Privathaushalte sparen, dann kann es der Staat nicht machen. Es sei denn, man setzt so aggressiv auf Merkantilismus, wie es Deutschland getan hat. Aber das können nicht alle machen. So eine merkantilistische Politik kann nur einer oder vielleicht zwei große Länder machen, nicht alle. Den Weg über Leistungsbilanzüberschüsse, die Staatsschulden abzubauen, dieser Weg ist verbaut. Und in diesem Kontext sind auch die Anwürfe, die vorher kamen, nach dem Motto, wenn die Italiener nicht viel höhere Zinsen zahlen, dann machen sie den ganzen Tag nur noch Schulden und lassen es sich gut gehen, absolut lächerlich. Wenn klar ist, dass Italien Schulden machen muss, um zu wachsen, weil der Leistungsbilanzüberschuss eben nicht ausreicht, um das Sparvolumen von Unternehmen und Privathaushalten zu kompensieren, wenn das klar ist, dann sollten sich doch solche absolut dummen Anschuldigungen nicht in diesem Video festsetzen. Einfach so kontextlos Tweets von Holger Cepic vorlesen, die unglaublichen Nonsens behaupten und dann eine Statistik zeigen, die ihn de facto widerlegt, ohne das klarzustellen, ist eine Verwirrung der Zuschauer. Aber vielleicht ging das, was ich gerade sagte, einigen jetzt doch etwas zu schnell. Aber nochmal langsam. Wie entsteht eigentlich Wachstum? Nun, indem ein Sektor mehr Geld für BIP-relevante Güter ausgibt. Wenn Privathaushalte und Unternehmen sparen,
also weniger Geld für BIP-relevante Güter ausgeben, der Leistungsbilanzüberschuss, also mehr Geld für BIP-relevante Güter, wenn der nicht ausreicht, um das auszugleichen, dann muss der Staat mehr Geld für BIP-relevante Güter ausgeben, damit das BIP wächst. Also so entsteht Wirtschaftswachstum. Das bedeutet, wenn Unternehmen und Privathaushalte sparen und der Leistungsbilanzüberschuss zu klein ist, so wie das in Italien der Fall ist, oder gar ein Leistungsbilanzdefizit vorherrscht, wie in Griechenland und Frankreich, dann muss der Staat Schulden machen, um Wachstum zu erzeugen. So einfach ist das. Das ist einfachste Buchhaltung, die niemals von irgendeiner ökonomischen Denkschule bezweifelt würde. Wenn es Wachstum geben soll, muss einer mehr Geld ausgeben. Dass die Schulden in den südeuropäischen Ländern weiter wachsen, ist unter den gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen, also nicht deren freie politische Entscheidung, sondern es ist zwingend. Es ist eine zwingende Schlussfolgerung, die sich aus der makroökonomischen Buchhaltung, die ich gerade besprochen habe, ergibt. Es geht gar nicht anders. Wenn diese Länder wachsen wollen, müssen sie mehr Geld ausgeben. Und da Unternehmen und Privathaushalte in diesen Ländern Nettosparer sind, der Leistungsbilanzüberschuss viel zu klein ist und auch realistisch betrachtet nicht weiter gesteigert werden kann, muss der Staat in allen diesen Ländern mehr Geld ausgeben. Es geht nicht anders. Es ist eine zwingende Konsequenz aus dieser makroökonomischen Buchhaltung und da kann man auch nichts anderes behaupten. Und angesichts dessen, höhere Zinsen für diese Länder zu fordern, um sie zu disziplinieren oder was auch immer, ist angesichts dieser einfachen ökonomischen Fakten blanker Irrsinn, blanker antieuropäischer Irrsinn und nichts anderes.